Warte, du bist so ein Bücherwurm, du bist so ein Streber. Schau mal, wie kann man nur sowas Blödes hier anschauen? Du bist einfach doof. Du bist ein Langeweiler. Mit dir will keiner was zu tun haben. Bäh, bäh, bäh. Geschichte. Hey, dieses Superheldenhandbuch. Immer wieder der Hammer. Oh, hey Kinder. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Boah, ich habe gerade so eine krasse Geschichte gelesen. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Hey, das ist so eine coole Geschichte. Zwar wird Jesus gefragt, was ist denn das wichtigste Gebot? Wie kann ich in den Himmel kommen? Und dann sagt er, zuerst musst du Gott lieben und dann musst du deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann erzählt Jesus eine Geschichte, wie das aussehen kann, seinen Nächsten zu lieben. Zwar war dein Mann, Josef wird geprügelt und er wird beschimpft und alle machen ihn fertig und Josef liegt am Boden, ist alleine. Und dann kommen Leute vorbei, die sehen ihn und denken, oh, so ein Loser, mit dem will ich nichts zu tun haben. Und die lassen ihn liegen und laufen an ihm vorbei. Und Josef geht's ganz schlecht und auf einmal kommt einer vorbei, ein Samariter. Die Samariter waren früher nicht so beliebt. Und der Samariter sieht Josef und auf einmal bekommt er ein Mitgefühl, ein Erbarmen und denkt, oh nein, der Arme, der braucht doch Hilfe. Und der Samariter geht zu Josef, er tröstet ihn, er spricht ihm Gutes zu. Er heilt seine Wunden und er nimmt ihn mit und pflegt ihn. Und wisst ihr was? Das ist es, was wir tun sollen. Das heißt, unseren Nächsten zu lieben, den anderen zu sehen und gerade die Schwachen und die Kranken, um uns die zu kümmern. Und das sagt Jesus. Gott lieben und unseren Nächsten lieben. Und um das soll es gehen, oder? Wow, ich bin so voller Dankbarkeit. Ich durfte jemand helfen. Hey, das hat mich so gefreut. Marcel ging es gar nicht gut, er hat geweint. Und dann ist mir eingefallen, hey, die Geschichte im Superheldenhandbuch damals. Und auf einmal hat mir Gott eine Liebe gegeben und ich konnte Marcel helfen. Ich konnte ihn trösten und jetzt sind wir gute und dicke Freunde. Und es ist so schön. Hey, und Jesus sagt ja, wir sollen unseren Nächsten lieben. Gott lieben und dann unseren Nächsten lieben. Und das sollt auch ihr machen, Kinder. Hey, Gott wird uns die Liebe geben für die Menschen und wir dürfen Leuten, denen es nicht so gut geht, helfen. Und da möchte ich auch zur Challenge kommen heute. Ich will auch von euch erfahren, wo ihr Menschen geholfen habt. Es gibt so viele Möglichkeiten, Menschen zu helfen, wenn es ihnen nicht gut geht, sie zu unterstützen. Du kannst auch der Mama im Haushalt helfen, dem Papa beim Arbeiten, deine Freunde unterstützen, wenn sie auch mal gemobbt werden oder wenn es ihnen nicht so gut geht, hey, umarmt sie, gut ihnen Gutes zu sprechen und schreibt mir an kinder@g5 meine Kirche eure Geschichte und dann wird der Gewinner wie immer ausgelost und ich freue mich, bei euch vorbeizukommen. Macht's gut, euer Kaleb. Ciao.